Zwölftes Kapitel. Ungewissheit und Wandel. 1975 bis 1989. Mitte der 70er Jahre warfen der Konjunkturrückgang, die Inflation und die Arbeitslosigkeit ihre Schatten auf die internationale Gemeinschaft. Im August 1975 wurde die Schlussakte von Helsinki unterzeichnet, um das progressive Abgleiten in die Instabilität zu verhindern und die politischen Unterschiede der Länder in Einklang zu bringen. Man musste die Probleme mildern. Das Mächtegleichgewicht zwischen den Supermächten begünstigte den Frieden. Leonid Breschnew und Gerald Ford einigten sich auf eine Begrenzung der Atomversuche. Russland begann, sich dem Westen zu nähern und somit die Entspannung zu fördern. Obwohl der russische Einmarsch in Afghanistan die Lage erschwerte, war er doch kein Hindernis für die Unterzeichnung der Verträge mit Jimmy Carter, in denen die Produktionsbegrenzung strategischer Waffen festgelegt wurde. Breschnew, der ein pragmatischer Mann war, maß der Geopolitik mehr Bedeutung bei als der Ideologie. Nach seinem Tod Ende 1982 kam Juri Andropow an die Macht. Nachfolger Andropows wurde ein anderer hochbetagter Politiker, Konstantin Tschernenko. Nach seinem Tod im März 1985 wurde Michail Gorbatschow Staatschef. Eine seiner ersten Handlungen bestand darin, sich mit Reagan in Genf zu treffen und das Eis zwischen ihnen zu brechen. Noch wusste niemand, dass mit ihm die Ära der Erhabenheit Russlands und selbst die Sowjetunion zu Ende gehen sollte. Auf dem Kongress im Februar 1986 wurde die Breschnew-Ära kritisiert und obwohl niemand wagte, offen von der Marktwirtschaft zu sprechen, wurden die Privatwirtschaft legalisiert und politische Flüchtlinge freigesprochen. So konnte der Dissident Sacharow aus seiner Verbannung in Gorki zurückkehren. Gorbatschow zog die in der Mongolei und an der chinesischen Grenze aufgestellten Truppen zurück. Er hatte eine ungeheure Aufgabe vor sich. Das Land zu demokratisieren war nicht einfach. Die Unzufriedenheit des Volkes angesichts der Maßnahmen des neuen Staatschefs wuchs. In jenem Jahr kam ein neuer Begriff in Mode, um die Probleme des Systems zu benennen: Perestroika. Wenn es in der UdSSR, dem größten Stahlhersteller und Erdölproduzenten der Welt, an diesen Produkten mangelte, und das Land, das früher weltweit der größte Getreideproduzent war, nun Millionen Tonnen importierte, so war das ein Zeichen dafür, dass etwas schief ging. Zum Trauma, das diese Reformen auslösten, kam noch der Atomunfall von Tschernobyl in der Nähe von Kiew hinzu. Um die Lawine von Problemen, die auf ihn zurollte, lösen zu können, benötigte Gorbatschow die Hilfe und Zustimmung der Amerikaner und vereinbarte deshalb mit Reagan, die Mittelstreckenraketen abzubauen. Im Westen kam es zum Gorbi-Fieber. Ein junger Deutscher landete mit seinem Flugapparat neben dem Kreml und vor Norwegen versank ein sowjetisches Atom-U-Boot im Meer. Die Einheit der Sowjetrepubliken brach auseinander. Armenien und Aserbaidschan seien die Möglichkeit gekommen, aus der Sowjetunion auszusteigen. Das Krebsgeschwür des Nationalismus verbündete sich mit der religiösen und ethnischen Verschiedenartigkeit gegen die Union. Die baltischen Republiken hatten besondere Eile, ihre frühere Unabhängigkeit wiederzuerlangen. Während des Rückzugs aus Afghanistan kam es zu Demonstrationen in Georgien, die mit Gewalt niedergeschlagen wurden. Die Ereignisse überstürzten sich, eingeschlossen die Reform der Kommunistischen Partei und des politischen Systems. In Malta kündigten Bush und Gorbatschow das Ende des Kalten Krieges und die Abrüstung an. Der Besuch von Bush, der gerade zum Präsidenten gewählt worden war, in Peking im Februar 1989, trug zu diesem optimistischen Klima bei und die Welt sah mit großer Erwartung die Erneuerung der chinesisch-sowjetischen Beziehungen und den neuen Weg zur Zusammenarbeit zwischen der UdSSR und der Europäischen Gemeinschaft. Dieser Wandel brach den sozialistischen Block auseinander. Das Bröckeln begann in Polen mit der Bildung der unabhängigen Gewerkschaft Solidarność unter Lech Walesa. Mazowiecki bildete die Regierung. In der Tschechoslowakei stürzte das Politbüro nach den Kritiken aus Moskau und den Reformen durch Husák sowie dem Besuch Gorbatschows in Prag. In den USA fiel die Übernahme des Präsidentenamtes durch Jimmy Carter im November 1976 mit dem 200. Jahrestag der Unabhängigkeit zusammen.
Man sprach von einer Wiederbelebung geistiger Werte, obwohl gleichzeitig der Lockheed-Skandal aufgedeckt wurde. Der neue Präsident, Ronald Reagan, ließ in seiner Antrittsrede keinen Zweifel an seinen Plänen. Erhöhung des Verteidigungsbudgets und Senkung der Ausgaben für soziale Programme. Er bestätigte zwar sein Einverständnis mit den Menschenrechten, deren Verteidigung Carter ständig verfolgt hatte, meinte aber, wichtig sei vor allem die Sicherheit. Die UdSSR wurde durch den strategischen Verteidigungsplan oder Krieg der Sterne völlig demoralisiert, da sie dieser Technik, die Raketen während ihres Fluges durch Laserstrahlen unwirksam machen konnte, nichts entgegenzusetzen hatte. Nach seiner Wiederwahl kümmerte sich Reagan um die atomare Abrüstung. Eine neue Sensibilität kam auf. Man kümmerte sich um die Bedürfnisse der Rentner, der Armen und der am Rande der Gesellschaft Lebenden und machte sich Sorgen in der Gesellschaft um sie. Der wirtschaftliche Abschwung, dem die Hilfsprogramme zum Opfer fielen, ließ die Anzahl der Schutzlosen in die Höhe schnellen. Die Preise und die Inflation stiegen an. In Großbritannien löste James Callaghan seinen Parteigenossen Harold Wilson von der Labour Party auf seinem Posten ab. Der pragmatische Callaghan löste die Krise dank der Erdölförderung in der Nordsee und dank des Sozialpaktes, der die Löhne einfror. Er konnte sich jedoch nicht an der Macht halten, da er 1979 die Wahlen zum Premierminister gegen die konservative Kandidatin Margaret Thatcher verlor. Thatcher kürzte die Staatsausgaben und schränkte den Geldfluss mittels einer Geldpolitik ein, die die Forderungen der Gewerkschaften antrieb und Unruhen auslöste. Nach der Invasion Argentiniens auf den Falklandinseln im Jahre 82 sandte sie Kriegsschiffe und Atom-U-Boote in die Krisenzone. Diese Expedition machte sie ein Jahr später, nach den Wahlversammlungen, unbesiegbar. Die Unterstützung der Wähler gab ihr Rückhalt bei ihrem Widerstand gegen den Streik der Bergwerksarbeiter, der das Land an den Rand des Stillstands brachte. In Italien führte die Wirtschaftskrise zu politischen Problemen. Die kommunistischen Anhänger von Enrico Berlinguer erzielten 35% der Stimmen und die Verwaltung von Rom, was den sogenannten historischen Kompromiss ermöglichte, ihren Einzug in die Regierung. Sein Nachfolger war Sandro Pertini. Das Unheil Italiens bestand aber nicht nur in der Korruption. Die Roten Brigaden ermordeten Ministerpräsident Aldo Moro und zwei Jahre später tauchten die Terroristen in Bologna wieder auf. Nach dem Scheitern verschiedener Kabinette bildete der Sozialist Bettino Craxi 83 eine Koalitionsregierung. Ein Jahr danach wurde dem Parlament der Bericht über die Freimaurerloge Propaganda Dos vorgelegt, in deren Komplott verschiedene Persönlichkeiten des politischen und sozialen Lebens verstrickt waren. Nach dem Rücktritt Craxis im Jahr 87 beauftragte Präsident Cossiga zunächst Giulio Andreotti, dann Scalfaro und Goria mit der Regierungsbildung. Drei Versuche in einem einzigen Jahr zur politischen Instabilität kam das Problem mit der Mafia dazu. Zu allem Unglück wurden die großen Mafia-Bosse freigesprochen. Ministerpräsident Ciriaco De Mita stellte sein Amt zur Verfügung und Andreotti bildete die neue Regierung. In Paris stirbt der griechische Multimillionär Aristoteles Onassis. Der Schiffsrieder, der zunächst eine Romanze mit Maria Callas hatte, überraschte dann jedoch alle Welt, als er Jacqueline Kennedy, die Witwe des ermordeten Präsidenten, heiratete. Jacques Chirac wurde von Raymond Barre abgelöst, der 1976 das Land aus der Währungsschlange holte. Dies war ein Kniff, um die Weltwirtschaftskrise zu beschönigen, die aufgrund der Erhöhung der Erdölpreise und der Inflation zustande gekommen war. Auch Giscard d'Estaing, der 77 das nationale Kunstzentrum Beaubourg einweihte, konnte die Schwierigkeiten nicht eindämmen. Zum Ansteigen der Arbeitslosigkeit kam noch die Inflation dazu. 1981 wurde François Mitterrand neuer Staatspräsident, der drei Jahre später seinen Ministerpräsidenten Pierre Mauroy gegen Laurent Fabius eintauschte. 1986 gewann Chirac die Parlamentswahlen. Chirac begann nun seine Privatisierungspolitik. Seine Entscheidung, die Atomversuche über dem Mururoa-Atoll wieder aufzunehmen, brachte ihm weltweite Proteste ein. Ein Jahr danach schufen die Eisenbahnerstreiks die Unabhängigkeitsbewegungen in Korsika
und die konfliktiven Beziehungen mit dem Iran ein Klima sozialer Instabilität. Während am 10. Juli 1989 die der ökologischen Bewegung Greenpeace gehörige Rainbow Warrior im Hafen von Auckland lag, explodierten zwei in ihrem Inneren platzierte Bomben. Ein portugiesischer Fotograf kam bei dem Attentat ums Leben. Zwei Agenten des französischen Geheimdienstes wurden daraufhin von der neuseeländischen Polizei verhaftet und der französische Verteidigungsminister Charles Hernu bat um seinen Rücktritt. Nur Deutschland sah sich in einer günstigen wirtschaftlichen Lage ohne Spannungen. Inflationsrate und Arbeitslosenquote lagen unter dem Durchschnitt der anderen Länder der Gemeinschaft. Helmut Schmidt, der 1980 in seinem Amt als Bundeskanzler bestätigt worden war, konnte auf eine gesunde Wirtschaft schauen. Auf der Straße demonstrierten die Menschen für und gegen alles. Den Mangel an Wohnungen, die Atompolitik, die Terrorgruppe Baader-Meinhof. Schmidt blieb bis 1982 Chef des Kanzleramtes. Nach seinem Rücktritt kam mit Hilfe von Genscher Helmut Kohl an die Macht. Die Wahlen von 1983 bestätigten diese Besetzung. Karl Carstens, der das Amt des Bundespräsidenten seit 1979 ausgeübt hatte, gab sein Amt ein Jahr später an Richard von Weizsäcker ab. Bei den Wahlen 1987 wurde die regierende Koalition bestätigt. In Ost-Berlin gingen 1 Million Menschen auf die Straße, um gegen das sozialistische Regime zu demonstrieren. Mit dem Fall der Mauer 1989 überstürzten sich die Ereignisse. Kanzler Kohl schlug die Wiedervereinigung vor. Die Machtkämpfe innerhalb der Führungsspitze der Kommunistischen Partei hatten Erich Honecker, der 86 nach seiner Ablehnung der Perestroika zum Parteigeneralsekretär wiedergewählt worden war, einen Monat vorher zum Rücktritt gezwungen. In Spanien überstürzten sich die Ereignisse nach dem Tod Francos im November 75. Juan Carlos wurde zum König ernannt und Arias Navarro wurde durch Adolfo Suárez ersetzt, der die politischen Häftlinge amnestierte, die Terroristen aus der Haft entließ, die Kommunistische Partei zuließ und somit eine politische Übergangszeit einleitete. Es wurden Beziehungen mit der UdSSR aufgenommen und Wahlen abgehalten, aus denen die UCD als Siegerin hervorging. Ein Jahr später wurde die Verfassung verabschiedet. 1979 gewann Suárez zwar die Wahlen wieder, stellte sein Amt jedoch 2 Jahre später zur Verfügung. Sein Nachfolger wurde Calvo Sotelo. Während des Interims stürmte Oberstleutnant Tejero den Kongress. Felipe González kam mit einer überwältigenden Mehrheit an die Macht. Seine Regierung bedeutete die Wende, die Hoffnung für viele Spanier, aber am Ende stand auch er ständig unter dem Verdacht der Korruption. Afrika brodelte. 1976 warnte der Generalsekretär der Vereinten Nationen Kurt Waldheim Rhodesien und Südafrika vor der Gefahr eines Blutbades. Die Grenzstreitigkeiten mit Mosambik wurden stärker und die Intervention Südafrikas in Angola mitten im Bürgerkrieg wurde ebenso gerügt wie die Präsenz von kubanisch-sowjetischen Truppen. Der amerikanische Außenminister Henry Kissinger verurteilte Rhodesien, unterstützte die Unabhängigkeit Namibias und forderte das Ende der Apartheid in Südafrika. Später kam es zu Auseinandersetzungen in Soweto. 1989 wurde Peter Botha von de Klerk abgelöst, der klug genug war, um sich an die Weise Ein-Mann-Eine-Stimme-Theorie zu halten. Das Einzige, was Zukunft hatte.
Afrika verdiente die Regimes nicht, unter denen der Kontinent litt. Idi Amin verwandelte sich in den Führer Ugandas, der vor allem für England sehr lästig war. Er zwang den Gesandten auf Knien rutschend in seinen Palast zu kommen. Die Bilder der Erniedrigung begeisterten die Afrikaner. 1979 flüchtete er vor den Truppen Milton Obotes nach Libyen und hinterließ 300.000 Tote. Bokassa ließ sich in Bangui mit viel Pomp zum Kaiser Zentralafrikas krönen. Der Westen lachte über dieses Spektakel. Giscard d'Estaing amüsierte sich am meisten, da ihm Bokassa Edelsteine geschenkt hatte, bevor er gestürzt und wegen seiner Verbrechen zum Tode verurteilt wurde. Die Hungersnot in Äthiopien brachte die ganze Welt in Bewegung. Mutter Teresa von Kalkutta lenkte die Aufmerksamkeit des Westens auf jene Region unseres Planeten. Nach Haile Selassie, der 75 starb, hatte sich eine sozialistische Republik installiert, die in wenigen Monaten alles zerstörte, was in 2000 Jahren aufgebaut worden war. Die Kritik der arabischen Welt an Sadat, der beschuldigt wurde, sich Israel nähern zu wollen, um die Rückgabe des Sinais zu verhandeln, wurde nach den Vereinbarungen von Camp David im Jahre 78 noch stärker. Israel bot an, auch Gaza abzugeben, aber Sadat lehnte mit den Worten ab, zu viele Palästinenser an einem zu konfliktiven Ort. Auch Palästinenserführer Arafat kündigte seinen Wunsch an, sich Israel zu nähern, dessen Führer Isaac Rabin 77 zurücktrat. Nach den Wahlen bildete Menachem Begin seine Regierung und Sadat besuchte Israel. Seine Fähigkeit zum Dialog kostete ihn 81 das Leben, als er in Kairo während eines Aufmarsches ermordet wurde. Er sollte die Rückgabe des Sinai nicht mehr erleben. Begin trat 83 zurück und Shamir, sein Nachfolger an der Spitze der Regierung, war nicht fähig, die Situation zu kontrollieren. Bei den Wahlen im Januar 84 kam die israelische Arbeiterpartei an die Macht und Shimon Peres bildete die Regierung. In Iran wechselten die Demonstrationen, zu denen Khomeini von Frankreich aus aufgerufen hatte, einander ab. Die Parole, die seit 77 täglich in Teheran ausgerufen wurde, war: Der Schah soll sterben. Die Ernennung des Generals Azari zum Regierungschef kühlte die Gemüter nicht ab. Hinter diesen Hetzaufrufen steckte der Ayatollah. Im Januar 79 verließ der Schah das Land und im Februar kehrte Khomeini zurück. Nun begannen die Hinrichtungen. Es gab viele Änderungen. Als erstes merkten dies die Frauen, die gezwungen wurden, aus der Gesellschaft und dem Arbeitsleben zu verschwinden und von nun an den Schleier und Trauerkleidung zu tragen. 1980 fiel Khomeini im Irak ein und bombardierte die Ölförderbrunnen von Abadan. Saddam Hussein rächte den Angriff, indem er Tebris zerstörte und Khuzestan besetzte. Der Krieg stoppte die Ölförderung. 1988 starb Khomeini und sein Volk brachte ihm bei seiner Beerdigung seine ganze Huldigung dar. Der Wahlsieg Rafsanjanis brachte keinen Richtungswechsel mit sich. In Lateinamerika machten die Korruption und der Mangel an politischer Führung einen Ausweg aus der Krise unmöglich. Dazu trug auch das Scheitern von Initiativen zum Schuldenerlass bei, die auf 400 Milliarden Dollar angewachsen waren und deren Zinsen man nicht einmal bezahlen konnte. In Peru kam mit Belaunde Terry die Demokratie zurück, aber es entstand der Sendero Luminoso. 1984 bietet er Vargas Llosa das Amt des Ministerpräsidenten an. Einige Jahre später kämpft Alan García gegen eine jährliche Inflation von 200% an. Angesichts der Frage, ob er die internen Probleme lösen oder die Schulden abbezahlen sollte, entschied er sich für das Erstere. Vargas Llosa präsentierte sich 1989 während der Amtszeit Alan Garcías erfolglos als Präsidentschaftskandidat an der Spitze der Demokratischen Front. In Paraguay wurde Stroessner, der seit 77 Präsident war, im Januar 89 gestürzt. Zur gleichen Zeit trieben auf dem La Plata-Fluss in Uruguay mehrere Leichen. Nach 11 Jahren Diktatur wurden 1984 Wahlen abgehalten, die Sanguinetti gewann. In Venezuela verstaatlichte Carlos Andrés Pérez das Erdöl. 2 Jahre später, also 78, kehrten die Christdemokraten mit Herrera Campins an die Macht zurück, mit dessen Hilfe die Unsicherheit der Bürger, die Korruption und die Misswirtschaft bekämpft wurden. Ende 83 stellte sich Lucinchi der Auslandsverschuldung. 4 Jahre später kehrte Carlos Andrés Pérez zurück, gegen dessen Sparpolitik es im Jahre 89 zu Meutereien kam. In Argentinien verließ Isabel Perón, die ihrem Mann in die Diktatur gefolgt war, unter dem Druck der Skandale ihre Machtstellung. Die Inflation war auf 400% gestiegen und das Land stand am Bankrott. 76 war ein schreckliches Jahr, in dem der Slogan der Diktatur wahr wurde: Jetzt ist der Spaß vorbei.
Videla schrieb die Verschwundenen dem Terrorismus des Staates zu. Die Mütter der Plaza de Mayo protestierten. Die Niederlage im Falklandkrieg beschleunigte den Sturz der Diktatur. 1983 gewann Raúl Alfonsín die Wahlen und 3 Jahre später verabschiedete er das Gesetz des Punto Final. Im Mai 1989 kehrte mit dem Wahlsieg Carlos Menems der Justizialismus an die Macht zurück. In Chile löste Pinochet die Parteien auf und rief ein Referendum aus, um sich die Unterstützung des Volkes zu sichern. Eine weitere Volksbefragung bestätigte die neue Verfassung. 1989 wurde Patricio Aylwin mit einer Stimmenmehrheit von 55% gewählt. In Panama verpflichteten sich die USA in dem Vertrag zwischen Torrijos und Carter aus dem Jahre 77 zum Jahr 2000 die Oberhoheit über den Kanal zurückzugeben. George Bush versicherte 1989, dass er zur Intervention in Panama gezwungen war, nachdem die Wahlen, die Opposition für sich entschieden hatte, annulliert worden waren. General Noriega flüchtete in die Vatikanische Botschaft. Er wurde in Miami vor Gericht gestellt. China ging nach dem Tod Maos im Jahre 76, ein Jahr nach dem Verschwinden von Chiang Kai-shek, einer neuen Epoche und einer neuen Verfassung entgegen. Zurück blieben die Krawalle der Kulturrevolution. 1989 wurden die Beziehungen mit der UdSSR wieder aufgenommen. Danach kam es jedoch zu den Geschehnissen am Platz des Himmlischen Friedens, wo der Befehl gegeben wurde, auf Tausende von Studenten das Feuer zu eröffnen. Die technologischen und wissenschaftlichen Erfolge waren riesig. 1976 sandte die Viking 1 das erste Foto von der Marsoberfläche zur Erde und man fantasierte über eventuelle Lebewesen auf dem Planeten. Die UdSSR erreichte den größten Verband von Raumfahrzeugen, als es gelang, 4 voneinander unabhängige Einheiten miteinander zu verbinden. Auch das amerikanisch-russische Treffen im All eröffnete neue Wege. Der größte Vorteil vom Space Shuttle Columbia bestand darin, dass er landen konnte. Der erste Flug wurde 1981 von Cap Canaveral unter der Leitung von John Junk und Robert Crippen gestartet. Der dritte Flug fand mit der Discovery im Jahre 1984 statt und der vierte mit Atlantis im Jahre 1985. Challenger, der 1983 gestartet wurde, hatte eine Sonderaufgabe. Musgrave und Peterson bewegten sich im All und waren währenddessen nur mit einem Kabel mit dem Raumschiff verbunden. Die Sowjets bauten eine Raumfähre, die in Aussehen und Größe sehr stark der amerikanischen glich. Der Unterschied lag im Ansatz, da die russische Fähre wie ein Gleiter konzipiert war. Man verwendete eine schwere Trägerrakete, die 4K Energy. Im November 88 führte sie erfolgreich ihren ersten Testflug durch. Ein Jahr später bewegte sich McCandles in einem Scooter durch das All. Die Challenger jedoch, die zunächst so viel Freude auslöste, sollte tragisch enden. Als sie im Januar 86 zu ihrem 10. Weltraumflug startete, explodierte sie, was den Tod der 7 Besatzungsmitglieder bedeutete. Die nächsten Flüge wurden 2 Jahre später wieder aufgenommen. Arno Penzias, der an den Versuchen der ersten Telekommunikationssatelliten wie Echo und Telstra teilgenommen hatte, wurde 78 für seine Leistung mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. 1980 erschütterte der Tod von Grace von Monaco die Welt. Im Juli 81 galt die Aufmerksamkeit der Hochzeit zwischen Charles von England und Diana Spencer. Die Compact Disc war zweifellos die nachhaltigste Erfindung jener Jahre. Dieses System verbannte die Schallplatte ab 83 vom Markt. 1980 verstummte die Welt angesichts des Mordes an John Lennon beim Verlassen seines Hotels. Die Kinowelt musste den Tod von Charles Chaplin und Groucho Marx hinnehmen. Es war eine Zeit großer Verluste. Alfred Hitchcock, Orson Welles. 85 raffte eine heute alltägliche Krankheit Rock Hudson dahin. Agatha Christie, Meisterin des Suspense und Kriminalromanen, starb 76. Graham Greene, Morris West oder Frederick Forsyth waren zu dieser Zeit literarisch sehr kreativ. Erich Fromm hat in seinem Werk Angst vor der Freiheit zu seiner Epoche gesagt, nie zuvor wurden so viele Worte verschwendet, um die Wahrheit zu verbergen. Nie zuvor hatte man die Natur so sehr ausgebeutet. Das Jahrzehnt ging mit der Ölpest in Alaska,
der Abholzung der Urwälder im Amazonasgebiet, der Zerstörung der Ozonschicht in der Antarktis zu Ende. Das ökologische Bewusstsein der ganzen Welt wurde geweckt. Alles ist bedroht, das Meer, die Erde, der Himmel. Die Aussichten waren erschreckend.